Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit euren Vorschlägen und heute gucken wir uns mal mechanische Probleme an. Machen wir jetzt einfach mal, ne? Ich wollte irgendwas sagen, ich weiß aber nicht mal was. Also meine Demenz, die hat gerade so reingekracht, dass ich einfach mal die Einleitung von dem Video vergessen habe. Vielleicht ist es ein mechanischer... LOL! Stellt euch mal vor, ihr seid... Okay, das hat mich jetzt am Anfang übelst gekillt. Stellt euch mal ohne Scheiß vor, ihr seid so unterwegs mit eurem Wagen. Und das passiert so einfach mal. Ich würde... Ohne Scheiß, ich würde... Boah, ich hätte übel Schiss. Ich würde eine absolute Vollbremsung machen, ey. Vielleicht ist ja auch Bumblebee. Out of my local town, and lo and behold, iPhone is able to pull up the operating system. That's normal. Gut, also das scheint schon eher ein etwas... Das scheint ein etwas größerer Fehler zu sein. Also, ich würde jetzt mal sogar sagen, dass die Fehleranalyse vielleicht ein bisschen zu spät kommt, wenn man zu dem Wagen geht. Aber, Ist halt schwierig, da eine Fehleranalyse noch zu machen. Also man kann es noch machen, definitiv. Aber ich glaube, selbst dann bringt die ja nichts mehr. Kleiner Defekt. Einmal pusten, dann geht's wieder. Alter. So people think that your air filter goes in your car, you get people like this. All they're doing is making their exhaust smell like fresh cookies. Der LOL. Als ob das funktioniert. Einmal weiterfahren. Rückspiegel braucht man nicht. Boah, wenn man sich mal heute, Leute schon wieder, wenn man sich mal heute, ne, das finde ich ja immer übelst geil, gerade wenn man zur Werkstatt geht, ne, und zum Beispiel ein Fehler an der Lenkachse ist oder irgendwo ein Fehler dran ist, da wird aber erst mal, wenn man als Leiter hingeht, kriegt man eine Rechnung von 500 Milliarden D-Mark, weil die machen zum Beispiel eine neue Software drauf und. Und in Wirklichkeit musste vielleicht einfach nur eine Schraube bei der Lenkachse gewechselt wird. Also heutzutage ist man gerade so, wenn man in einer Werkstatt arbeitet, eher so, ich sag immer ganz gerne dazu, so Teilewechsler. Mehr macht man ja an sich gar nicht mehr. Man wechselt die Teile, neue Software aufspielen. Ist voll krass, ne? Gerade wenn bei den neuen Mercedes einfach mal so was kaputt geht, ne? Und dann wirklich mal die Technik, wirklich das an der Technik liegt, dann muss halt so viel repariert werden. Da kommt man dann irgendwann in Summen, wo man sich so denkt, yo, ich kaufe doch lieber ein Fahrrad. Scheiß auf das Auto, lassen Sie es hier. Nein, Kitten! Customer states. Yeah. Tire light is on. Hä, da reifen sie noch normal aus, also. Wow. Krass. Wie geil ist das denn? Ah, ich stell mal.
Wenn die Polizei entblitzt und die sehen das so, ne? Und dann sagen sie, na, manchmal bin ich bei 80 und manchmal bin ich bei 150, manchmal bin ich bei 80. Wenn sie mich da bei 80 geblitzt haben, hier steht 80 drauf. Ich glaube, das ist ja die Hupe gewesen. Krass, ey, das ist doch kein Wagen mehr. Oh. Verkeilt. Einfach so Einzelteile aus dem Wagen holen. Wie geil ist das denn? Man ist so in der Werkstatt und die holen dann einfach so Einzelteile raus. Das wäre halt so geil. Ja, ihre Lenkachse, ihren Zylinder, das wäre halt so geil. Ah, cool. Naja, wird das Auto schön gekippt. Boah, Alter, krass. Alter. Die Verbrennung läuft irgendwie. Wie geil ist das denn? War das der Keilriemen jetzt oder was ist denn jetzt kaputt gegangen? Ich muss halt wirklich sagen, mit Autos kenne ich mich halt nicht so übelst krass aus, ne? Also, aber ich. Ein bisschen. Are you full? Are you too full? You happy that you're full? What? What do you want? Oh my God, it's on fire. What? It's on fire. Holy fuck. All right, go ahead, bounce it. Going back to the future. Going back. Das wäre halt so übelst geil, wenn jetzt, wenn das Auto jetzt so abheben würde. Und auf einmal so, hä? Wo bin ich denn? Hier sind das die 90er. Man weiß es nicht. Yep. Okay, one single piece, right? This is the old rotor. It's two pieces now. Might have minor vibrations coming from this tire. Alter, was haben die alle für Lenkachsen, ey? I think this might be a problem. The fact that the vehicle is not moving. Aber komm, also mit dem Motorgeräusch ist man eindeutig der Coolste. Der Coolste in der Klasse und der Coolste auf Arbeit. Da wissen alle, jo, der kommt, alles klar. Okay. Kleiner technischer Fehler. Das geht aber. Boah. Du bist verölt, ey. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn?
Can I speak that? Okay. Der Scheibenwischer. Boah, ey. Boah, da hätte ich. Ey, stellt euch mal ohne Scheiß vor, ihr seid unterwegs und habt auf einmal ein Lenkrad so in der Hand, ey. Boah, krass. Da würde mir auf alle Fälle anders werden. Aber da kann man sich so einen Joke draus machen. So Mutti oder Freundin schläft so an der Seite und ich so, steh mal auf. Und dann so, lass du so dumm und dann sagst du, nee, ist noch nicht mal ein Witz, ich krieg das Ding nicht mehr dran. Ja, den kann man schnell die Tür klauen. Boah, Alter. Jesus Christ. Da lacht der Hasse übelst drin. Das sieht so geil aus. lol. Ja, ich bin noch am Fahren. Aber stellt euch mal vor, ne? Das ist aber auch übelst geil. Aber stellt euch mal vor, so ihr kauft so ein Auto und ihr seht das so nicht, dass der Sitz nebenan so fehlt und so bei einem Auto kauft, dann sagen, ah, verschwinden Sie bitte ganz schnell, wir können gerade, nee, wir haben Termine, so. Und dann haust du so ab und dann siehst du so, ah, hier muss ich vielleicht noch einen Sitz. Das ist halt so geil. Aber hat auch Vorteile, ja, wenn man jemanden mit Rollstuhl hat, ne? Hey, you should tread on a mine. Okay, it's just war. Okay, jetzt hat aber schon gecheckt, immerhin. Oh, da ist auch Spaß beim Autofahren. Das sieht normal aus, das muss so. So muss es aussehen.
Hey, was war denn das jetzt hier gerade für ein was kann der hier einstellen? Achso, die. Ist das die Schnelligkeit von Lüfter oder was? Oh. Mit ein bisschen Gewalt löst man viele Probleme, ne? Ich fand das eine Problem, das eine technische Problem, fand ich geil, wo das Auto gebrannt hat. Ja, gut. Ob man da noch eine Fehleranalyse machen kann, muss, darf, soll, steht auf einem anderen Stern. Aber ich fand das Video sehr, sehr unterhaltsam. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.